Hallo, liebe Freunde im World Wide Web, Facebook, Twitter, YouTube und Co. Hier ist wieder Christina Gabriel, diesmal von zu Hause aus. Im Hintergrund seht ihr das wunderschöne Städtchen Kitzbühel. Bin wieder mal da, aber nicht lange. Bin ja sehr viel unterwegs, wie ihr wahrscheinlich schon beobachtet habt. Ganz Österreich, vor kurzem Mallorca, Berlin, Wien, ja, überall. Und demnächst bin ich bei einer ganz grandiosen Sache dabei, da freue ich mich schon richtig, richtig drauf. Und zwar ist es ein Reisebüro, das ein ganzes Schiff mietet. Sensationell, ich bin da auch dabei, ich darf da performen auf diesem Schiff. Unter anderem dabei ist auch ein Elvis-Imitator, eine Seifenblasenkünstlerin. Und ich freue mich sehr. Wunderbares Ambiente, ganz was Besonderes. Auch mit dabei ist ein ganz, ganz lieber Künstler, ganz, ganz lieber Freund, Jürgen Drews. Auf den freue ich mich total extrem. Ihr wisst ja, oder habt es vielleicht mitbekommen, ich war mit ihm schon auf der Rübezahlalm-Video drin. Ich war bei ihm auf Mallorca in seinem Kultbistro eingeladen, bei ihm zu singen. Ja, es ist wirklich ein ganz besonderer Mensch, ein ganz besonderer Künstler und ich freue mich ganz, ganz riesig darauf, ihn wieder zu treffen. Diese Reise findet statt vom 9. bis 14. Dezember, das heißt, es ist eine Weihnachtsreise und wir werden Halt machen in verschiedenen Städten, Weihnachtsmärkte gehen. Natürlich weiß ich, dass Jürgen Drews hier der Star ist und nicht ich, aber ich bin davon überzeugt, dass es auch unter euch welche gibt, die wegen mir mitfahren mögen, wollen, dürfen, sollen. Mehrere Infos dazu bekommt ihr unter facebook.com/Stina Gabriel Fanpage und der Stina Gabriel Seite. Ja, das war es jetzt heute mal von mir vorerst. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf dieses wunderbare Schiff, ich freue mich auf die Vorweihnachtszeit. Es ist zwar noch Sommer, aber trotzdem, Vorfreude ist die schönste Freude. Ganz liebe Grüße zu euch, hier aus Kitzbühel, eure Stina. Hoffnung auf Frieden und Geborgenheit, das sind die Wünsche in der Weihnachtszeit.